Worum es in meinem Buch Hierarchiefrei ist besser geht, habe ich schon in einem früheren Video erläutert. Es geht darum, wegzukommen von einer hierarchischen Kultur mit den Vorgesetzten oben und den Mitarbeitenden, Befehlsempfängern unten und hinzukommen zu einer Kultur der Augenhöhe, der Selbstorganisation und des Vertrauens. Diese Kultur, die Hierarchie, nenne ich Zoo, und diese ist geprägt von Selbstorganisation, Augenhöhe, Vertrauen, das ist das neue Paradigma. Nun, wie sieht dieses alte Paradigma und dieses neue Paradigma denn aus? Wie kann man das charakterisieren? Das alte Paradigma, wie schon gesagt, bezeichne ich als Zoo. Im neuen Paradigma gibt es dann Freiheit. Das alte Paradigma ist gekennzeichnet von Druck und Stress und im neuen Paradigma haben wir eine Leichtigkeit. Ein Freund von mir, Heinz Keggi, hat es so ausgedrückt: from hard work to heart work, also von harter Arbeit zu Herzensarbeit gelangen. Ein weiteres Merkmal des alten Paradigmas ist Lüge, Schminke. Es wird mehr gelogen und geschminkt in konventionellen Unternehmenskulturen, als wir glauben. Demgegenüber steht im neuen Paradigma die Offenheit. Und zwar ist hier gemeint Offenheit im Sinne von Transparenz, die Zahlen offenlegen, was geschieht in der Firma. Dann ist auch gemeint die Wahrheit, die Ehrlichkeit und sich zu trauen, das zu sagen, was man wirklich denkt. Dann haben wir als weiteres Merkmal im alten Paradigma viel Frust, zum Teil sogar Resignation. Im neuen Paradigma ist da Wirksamkeit. Ein weiteres psychologisches Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir wirksam sein können, dass wir etwas erschaffen und die Wirkung davon sehen können. Und dann haben wir noch die verhärteten Fronten, die Verhärtungen in der Firma, der Stillstand und auf der anderen Seite dann den Fluss, den Flow. Und diese vier Buchstaben sind hier auch drin, in den Anfangsbuchstaben von Freiheit, Leichtigkeit, Offenheit und Wirksamkeit. Es geht also darum, von der Verhärtung in den Flow, in den Fluss zu kommen.